was ist denn los mit dir? Ist was passiert? Ist was mit deinen Kindern oder wie? Robin, ich möchte Privates nicht mit Beruflichem vermischen. Das hier ist privat, sorry. Weil es mich interessiert, weil du es vorhin so betont hast, das mit dem Beruflichen und Privaten trennen. Also wenn es so ist, dass du dich so ein bisschen in mich, also dass du auf mich... Natürlich stehe ich nicht auf dich. Scheiße, ich muss auflegen. Okay, warte, Moment. Der Erzeuger meiner Kinder ist in der Stadt. Ich dachte, das war eine einmalige Sache. Jedenfalls hast du mir das erzählt. Ja, war es auch. Kommen jetzt irgendwie wieder Gefühle hoch, oder? Quatsch. Wir könnten ja vielleicht doch mal was alleine machen, also zu zweit. Was sollen wir da anstellen? Du weißt, ich mag dich. Aber wenn du dich entscheiden sollst, mit deinen Kindern nach Ibiza zu gehen, könnte ich das verstehen. Macht dich irgendwie in meinen Augen sogar noch toller. Ben ist weg. Keine Geheimnisse, okay? Absolute Ehrlichkeit. Tschüss. Keine Geheimnisse. Ich trage 1000 Tattoos auf der Haut. Ich mag dich. Du magst mich. Mhm. Sehr. Okay. Hallo? Rosa, was machst du denn hier? Hey, Papa. Franka, ich erkläre es dir später. Alles bewegt sich und dreht sich. Macht mich kaputt und belebt mich. Alles bewegt sich und dreht sich. Bricht zusammen und erhebt sich. Alles bewegt sich und dreht sich. Macht mich kaputt und belebt mich. Was ist das denn? Ja, ich zieh jetzt bei dir ein. Du machst was? Ich zieh bei dir ein. Rosa, was ist denn los? Ich und Mama, wir streiten uns nur noch. Ich halte es einfach nicht mehr aus bei ihr. Ach komm, solche Phasen gibt's doch immer. So ganz normal und überhaupt keinen Grund, gleich auszuziehen. Doch. Okay, weiß Mama überhaupt Bescheid, dass du hier bist? Ja, klar. Hast du mich denn gar nicht vermisst? Rosa, Schatz, natürlich freue ich mich, dich zu sehen. Du bist doch mein süßer kleiner Punk. Papa, ich bin schon 17. Ich finde echt, dass du mich nicht mehr so nennen solltest. Für mich wirst du immer mein süßer kleiner Punk bleiben. Hm? Dann nenne ich dich ab heute aber auch Alter. Okay, gut. Komm her. Also, erzähl mal. Worum geht's denn? Was ist das Problem? Ja, alles. Alles? Geht doch ein bisschen genauer? Mann, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Schule. Ach. Und Abi will ich auch nicht machen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Weil Sido und Hermann Hesse haben auch kein Abi. Und der eine ist super schlau und der andere super reich. Sido und Hermann Hesse. Okay, ich sag dir jetzt mal was. Das Abitur ist eine wahnsinnig wichtige Grundlage für deine Zukunft. Viele Jobs heutzutage, die eigentlich gar kein Abitur verlangen, für die muss man trotzdem eins mitbringen. Oder zumindest einen richtig guten Schulabschluss. Mann, das ist mir einfach alles zu viel. Ich habe so viel Stress. Ich verstehe dich ja, dass du manchmal Stress hast mit Mama. Und dass du manchmal ein bisschen Abstand brauchst. Aber deswegen kannst du nicht gleich ausziehen. Und schon gar nicht die Schule schmeißen, das geht gar nicht. Oh, boah. Nee, nix, boah. Pass auf, ich muss in den Unterricht. Wir machen das so. Du kennst dich ja aus, nimm einfach, was du brauchst. Aber bring mir bitte nicht alles durcheinander. Bei mir herrscht Ordnung. Ja. Wollt ihr auch einen Zug? Oh, nee, danke. Lass mal stecken. Ja, ich glaube, wir gehen schon mal rein. Alles klar. Ciao. Ich rauch den Süßen noch zu Ende, ja. Ich komm gleich nach. Bis dann. Ja, das ist schon wieder ganz ein cooler. Ey. Ja, Martin. Ja.
Ist nicht dein Ernst. Hallo. Kippst vor der Schule? Hast du noch alle? Was soll überhaupt her? Wissen Sie, das habe ich hier so gefunden. Das war so ein Krümelchen. Und da dachte ich mir, am Morgen ein Joint und der Tag ist dein Freund. Super Spruch und uralt. Das soll schon die Birne zerfressen, oder was? Hast du noch mehr davon? Oh Gott, nein. Wie kommen Sie darauf? Das wäre doch illegal. Okay. Lass die Finger von dem Mist. Wenn ich dich noch mal mit dem Scheiß erwische, gibt's richtig Ärger. Hast du mich verstanden? Okay, Papa. Ich nehme an, wir gehen gleich in die Klasse, ja? Dafür werde ich schon sorgen. Ich hab dich im Auge. Okay. Bis gleich. Morgen. Morgen. Oh, der hat echt einen Magen aus Stahl oder so. Ja, wenn sie überhaupt noch einen Magen hat. Fangen wir's. Tschüss. Tschüss, viel Spaß. Ja. Hey. Hey. Du, das heute Morgen also... Fang einfach an, ich muss in 2 Minuten los. Das sollte so nicht passieren, so solltest du das nicht erfahren. Ach ja. Und wie dann? Ich weiß, du hältst mich jetzt für einen kompletten Idioten. Dass ich dir in 4 Wochen nichts erzählt habe, dass ich dir in 5 Jahren nicht erzählt habe, dass ich eine Tochter habe. Aber auch wenn es blöd klingt, irgendwie war nie der richtige Moment. Das ganze Durcheinander mit deinen Töchtern und Ben, da wollte ich dich auch noch überfordern. Ja. Das soll jetzt alles meine Schuld gewesen sein, ja? Es tut mir leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Du bist ein Idiot. Hat mir nicht gesagt, keine Geheimnisse? Du bist ein Vollidiot. Oh. Was machen Sie denn noch hier? Herr Gott, noch mal ab in Ihre Klassen. Sie sind gehalten, unsere Schüler zur Pünktlichkeit zu erziehen. Also gehen Sie bitte mit gutem Beispiel voran. Husch, husch. Wir reden später, ja? Okay. Viel Spaß mit deinem Sauhaufen. Cindy. Ich fühle mich frei. Ja. Nichts hält mich auf. Nichts bringt mich runter. Meine Freiheit endet dort, wo die meines Mitmenschen beginnt. Es würde mich interessieren, was bedeutet für euch Freiheit? Bis Mittag schlafen. Klar. Leonie? Keine Noten. Okay. Noch jemand? Unterricht auf freiwilliger Basis. Ach, schön. Ja. Und im Sommer jeden Tag Unterricht im Freibad. Auch schön. Freie Wahl der Lehrer? Ach. Leonie? Keine Hausaufgaben, weil ich meine, wenn man sie mal macht, bringen sie einem auch nichts. Mhm. Am besten wäre es, überhaupt keine Schule zu haben. Aha. Bitte schön. Wer will gehen? Ich bleibe doch. Überraschung. Also das, was der geraucht hat, würde ich auch rauchen. Eindeutig. Also was glaubt ihr? Seid ihr frei? Leonie. Ja, ich denke schon. Vor allem hier in Deutschland sind wir frei. Ich kann denken, was ich möchte. Ich kann jetzt sagen, was ich möchte, ohne rauszufliegen. Mhm. Willst du jetzt gerade hier sein? Nee, also das jetzt auch nicht. Aber ich meine, ich muss ja irgendwie. Also ich brauch's Abi. Dann bist du also doch nicht frei. Kommt halt immer drauf an. Jede Freiheit hat Konsequenzen. Richtig. Merkt euch das? Wir sind nie absolut frei. Die Frage ist immer nur, wozu und wovon wir frei sind. Also pass auf, seht ihr hier meine E-Gitarre? Den Song habe ich selber geschrieben. Ich tanze im Schnee und zieh's mir voll rein. Oh ja. Ich träume mich weg und bin nie allein. Ich poste auf meiner Seite, denn diese Zeit ist meine Freiheit. Schöner Beitrag, Martin, aber deine Drogenkommentare sind sowas von uncool und haben im Übrigen überhaupt nichts mit Freiheit, sondern nur mit Abhängigkeit zu tun. Tja. Samet? Wir sind frei von krassen Bestrafungen, wie Folter und sowas.
Scheiße, du bist Foltermann, ey. Oh. Martin, komm doch mal an die Tafel und schreib uns deine Definition von Freiheit auf, ha? Ja, wenn Sie das möchten, Herr Handke, dann mache ich das. Ja, das möchte ich. Ja, bitte. Okay, Herrschaften, Schluss für heute. Die Merkblätter, die ich ausgeteilt habe, sind Hausaufgabe zu morgen zu lesen und zu verstehen. Schönen Tag. Hier. Danke. Und, was hast du heute Abend so vor? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal sehen. Martin? Was ist denn jetzt schon wieder? Für dich kann sprechen unter vier Augen. Willst du mich verarschen? Vercheckst du ja Drogen oder was? Nein, Gott. Ich mach doch gar nichts. Hältst du mich für blöd? Ich weiß, was hier abgeht. Und zwar ganz genau. Ich hab die Schnauze voll. Ich war auch mal jung. Scheiße gebaut. Sie haben Scheiße gebaut? Ja. Mein Vater ist aus dem Milieu. What? Ja, what? Okay. Cool. Es gibt immer einen Grund für sowas. Dein Bruder war hier vorher mal an der Schule. Hat er was damit zu tun? Was ist denn Sie schon von Andreas, ey? Dein Bruder hatte sehr viel Potenzial. Ein guter Schüler. Die schiefe Bahn geraten, die Schule geschmissen. War auch mal im Jugendknast. War bestimmt nicht schön. Willst du das? Naja, mein Bruder ist ein stadtbekannter Drummer. Kennen Sie die Kultband Wildkraut? Nee. Und ob ich das auch möchte? Ja. Entschuldigung? Ja? Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Sind Sie der Vater eines Schülers? Schlimmer. Mein Sohn ist hier Lehrer. Papa? Ja. Bei der Dame brauchst du es gar nicht probieren. Die gehört zu mir. Oh, wie ich Sie habt ihr schon kennengelernt? Das ist mein Vater, Hartmut. Kannst auch Hardy sagen. Das ist Franka, Kollegin und meine Freundin. Ja, sehr angenehm. Hallo. Ich weiß, ein besonderer Tag. Ich erkläre dir das später. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den Herrn hier. Jetzt machst du mich aber alt. Dabei bin ich da erst 36. Ja, ja. Wir reden später. Alle Wetter. Tolle Frau. Was machst du denn hier? Deine Ex hat mich ganz aufgeregt angerufen, weil Rosa verschwunden ist. Und da sie dich telefonisch nicht erreicht hat, wollte sie von mir wissen, ob ich weiß, wo sie sich aufhält. Ja, und ich hab dich telefonisch auch nur auf der Mailbox erwischt. Deshalb dachte ich mir, gehst lieber gleich mal selbst vorbei. Dieses kleine Luder hat behauptet, Laura weiß alles. Zess. Und ich konnte natürlich auch nicht telefonieren, ich hatte Unterricht. Naja. Ach, wo du gerade hier bist. Ich hab da ein Problem mit einem Schüler. Den könnte meine Lektion vertragen. Lektion? Ich liebe Lektionen. Ich weiß. Worum geht's denn? Drogen. Drogen? Da kenne ich mich aus. Ich habe da mal ein Sachbuch gelesen. Ach was. Ja. Nee. Ich fand's so schwierig. Wie soll sich das denn merken, ja? Hey. Na? Danke nochmal für das Gras. Ich hätte dir auch echt Geld dafür gegeben. Alles gut, das war sowieso nur ein bisschen. Trotzdem, ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Ich hab noch nie gekifft. Noch nie? Scheiße, das wusste ich gar nicht. Ja, weißt du, so cool ist das jetzt auch nicht. Ja, ich will es ja nur mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob ich dabei alleine sein sollte. Naja, wenn du willst, dann können wir, also nur wenn du wirklich... Ja, voll gerne.
Sollen wir uns bei dir treffen? Ja, klar, klar. Cool. Dein Bruder ist doch Drummer bei Wildkraut, oder? Ja. Ich liebe die Band. Vielleicht können wir da mal zusammen Backstage einen durchziehen. Klar. Aber du musst wissen, mein Bruder ist ein ganz schöner Mädchenabräumer, wenn du weißt, was ich meine. Naja. Glaube ich. Der kann ja wahrscheinlich jeder haben. Ja, leider. Ich gehe dann mal wieder rüber zu meinen Mädels, okay? Okay. Aber wir sehen uns später. Tschüss. Tschüss. Wir schreiben Wochen. Nächste Woche eine wichtige Arbeit, ja? Die zählt auch fett ins Abitur, also schon üben. Ja? Macht's gut, schönen Abend. Tschüss. Hola, guapa. Ist das jetzt dein neuer Anmachspruch, oder was? Ich dachte, du machst neben Französisch auch Spanisch. Ich fand das eigentlich ganz witzig. Sehr originell, guapo. Schau mal, da ist eine Öffnung in der Bodega heute Abend in Sachsenhausen. Wein, Tasting, Tapas, Live-Musik. Vielleicht kommen wir da mal dazu, in Ruhe zu reden. Das ist echt eine super Idee. Wir haben auch einiges zu bequatschen, aber ausgerechnet heute muss ich mich um meine Tochter kümmern. Ausgerechnet heute? Ja. Schade. Aber können wir das vielleicht auf morgen verschieben? Dann kann ich dir auch ein bisschen mehr über mein Familienchaos erzählen. Bitte. Bis ganz morgen, ja. Bis morgen. Wo ist Alter in der Miete? Scheiße, hat Mami schon wieder nicht überwiesen? Nein. Und auch wenn es wieder ewig dauert, bis sie aus dem Staat überwiesen hat, ist mir egal, ich brauche die Kohle bis morgen. Ja, ich kümmere mich drum. Gut. Und wie war dein Tag heute? War wie immer. Ein durchgezogen, paar Mädels hier gehabt, gechillt. Gechillt? Ja. Oh Mann, dein Leben hätte ich auch gern. Kein Stress mit Lehrern, kein scheiß Job. Drugs, Sex und Rock'n'Roll, ne? Mann, du hast es echt geschafft, ey. Dein Leben ist eine einzige Party. Tja. Ich habe halt die Musik gefunden und die Partys. Und beides kenne ich immer wesentlich besser als Schule. Gut, ich habe keinen Abschluss, habe die Schule geschmissen, aber ich bin erfolgreich. Ja, scheiße, Mann. Dein Leben ist echt geil. Arm, aber sexy. Nur die Drogen sind scheiße teuer. Ja. Echt, ey. Wer ist denn das? Ah, das ist Anna. Sie wollte mal ein bisschen was rauchen, ne? Hey. Hey, ne? Andreas, das ist Anna. Anna, das ist Andreas. Sie will mal auf ein Konzert mitkommen. Hi. Und hast du mal Bock auf Backstage? Ja, wäre mega cool, wenn es klappt. Auf jeden Fall. Ich finde es sogar ziemlich heiß. Naja, wie auch immer. Na, da mal ran an das Gras, oder? Boah, ich bin jetzt voll aufgeregt irgendwie. Ich habe Angst, dass ich irgendwelche Dummheiten oder so mache. Nein, naja, ich bin ja da, also. Das Zeug könnte auf jeden Fall in die Tonne kloppen. Davon schlaft er nur ein, hm? Ich hab hier was ganz Feines. Damit können wir die ganze Nacht lang Party machen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist mir immer zu krass. Und, hast du Lust oder hast du Bock? Bist du dabei? Du musst das nicht machen. Danke fürs Angebot. Und es ist auch echt mega schön bei euch. Aber ich wollte eigentlich fragen, ob wir uns vielleicht an einem anderen Tag treffen können. Aber danke nochmal fürs Angebot und wir sehen uns dann beim Konzert. Gerne. Tschüss. Ciao. Ja, jetzt komm, jetzt lenken wir die ein bisschen ab. Hm? Wir beide werden ein bisschen Party machen. Bist du dabei? Ich weiß nicht. Martin, willst du so leben wie ich oder willst du Brabhausaufgaben machen? Ich weiß es nicht. Scheißegal. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Na und wer sagt was Schlechtes? Ich passe. Du kennst ja Max und Moritz, ne? Ja? Ja. Menschen necken, Tiere quälen, oh, Äpfel, Opa. Birnen, Zwetschgen stehlen. Hör doch mal auf mit der Geschichtsstunde. Was willst du mir überhaupt sagen? Mach dein Abi. Du hast doch auch kein Abi. Jetzt nerv mich doch nicht. Bei mir waren das aber auch ganz andere Zeiten.
Was ist denn hier passiert? Wie sieht's denn hier aus? Sag mal, seid ihr wahnsinnig? Sorry. Die ist wertvoll. Ja, ich habe die als Untersetzer hergenommen. Ich wollte den Tisch nicht dreckig machen und dann ist die Platte rausgerutscht. Als Untersetzer? Die Limited Edition von The Wasted als Untersetzer. Ich habe 20 Untersetzer im Schrank. OMG, sorry. Ich gebe dir gleich OMG, sorry. Habt ihr Laura angerufen? Nee, wir streiten gerade. Ich hab dir doch gesagt, dass du nach Hause fahren sollst und als erstes Laura anrufen sollst, um ihr zu sagen, dass Rosa hier ist. Ist dein Kind. Okay, alles klar, gut, dann mache ich das jetzt. Ich rufe deine Mutter an und sag, dass du zurück nach Hause kommst. Ich bleibe! Ach, nein, das geht nicht. Du kannst nicht bleiben. So viel Chaos kann kein Mensch in so kurzer Zeit verursachen. Das geht nicht. Du gehst wieder nach Hause. Ich kann nicht zurück nach Bielefeld. Ich muss hier bleiben. Nein, du bleibst nicht hier. Das funktioniert so nicht, Fräulein. So nicht. Hallo? Ja, Laura, ich bin's, Robin. Ich wollte nur Bescheid geben, dass Rosa hier ist. Mir geht's gut. Wieso rufst du mich denn jetzt erst zurück? Mann, ich mach mir mega die Sorgen hier. Ich hab 1000 Mal bei dir angerufen. Ich hab sogar Hardy losgeschickt, um dich zu suchen. Sie ist ja erst seit heute Morgen hier. Und außerdem hat sie gesagt, du wüsstest Bescheid. Ja, und ich war den ganzen Tag in der Schule und bin davon ausgegangen, dass Hardy oder Rosa dich anrufen. Das haben sie aber nicht. Oh, das ist so typisch. Ich gebe sie dir einfach mal, dann könnt ihr euch aussprechen und ich schicke sie dann morgen sofort wieder zurück. Nee, halt, stopp, Robin, warte. Ich habe die Faxen echt dicke. Ich habe mich 5 Jahre lang alleine um Rosa gekümmert. Jetzt bist du dran. Du bist doch der super Lehrer, der alle seine Schüler auf die rechte Bahn bringt. Jetzt fang mal bei deiner Tochter an. Ab sofort wohnt Rosa bei dir und du kümmerst dich um sie. Was? Viel Glück. Laura? Laura?